Der Papst hat entschieden. Thebats van Elst muss das Bistum Limburg verlassen. Er soll eine Auszeit nehmen. Wie lange diese dauern wird, ist noch unklar. Ein Verwalter wird ihn in dieser Zeit in Limburg vertreten. Der Heilige Vater ist über die Lage in der Diözese Limburg zu jedem Zeitpunkt umfassend und objektiv informiert worden. In der Diözese ist es zu einer Situation gekommen, in welcher der Bischof, seine Exzellenz Monsignor Franz Peter Thebats van Elst, seinen bischöflichen Dienst zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausüben kann. Was mit dem Skandalbischof endgültig geschehen soll, das hat Papst Franziskus offen gelassen.